Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Menschenarbeit Zukunft. Wir haben uns in vielen Folgen schon mit dem Thema Transformation der Wirtschaft auseinandergesetzt. Und ein Bereich, in dem die Transformation ganz besonders zuschlägt, ist natürlich auch die Logistik. Und wir haben im Herbst eine ganze Reihe von Branchendialogen durchgeführt mit den verschiedenen logistischen Branchen, um herauszufinden, wie lösen wir das Fachkräftethema, wo kriegen wir Fachkräfte her, wie können wir Auszubildende gewinnen für die Berufe, weil letztendlich überall gibt es ein Riesenthema. Wir haben große Veränderungen, aber wir haben auch große Bedarfe an Fachkräften. Und wir reden dabei natürlich über Qualifizierung, über wie gestalten wir eigentlich diese Zukunft in den Betrieben. Und ich freue mich deswegen, dass wir in der heutigen Folge einfach mal mit uns mit einem der wesentlichen Hafenbetriebe in Bremen, mit Eurogate, auseinandersetzen und dort mit dem Betriebsratsvorsitzenden darüber sprechen, wie geht eigentlich Zukunftsgestaltung mit den Sozialpartnern gemeinsam auf Augenhöhe, wie kann das funktionieren. Ja, hallo, heute bei uns zu Gast Hassan Oeser von Eurogate. Hallo Hassan. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch, weil heute geht es um Hafen. Du arbeitest bei Eurogate und bist dort Betriebsratsvorsitzender. Ja. Kannst du mal kurz beschreiben, was Eurogate so alles macht? Vielleicht so ganz kurz, dass diejenigen, die nicht so mit dem Hafen vertraut sind, so ein Gefühl kriegen, was da eigentlich jeden Tag passiert. Okay, also grundsätzlich Containergeschäft, Warenimporte und Exporte, quasi die so in Import ins Landesinnere über Schiffwege oder über die Wasserseite kommen, werden natürlich dementsprechend aus von den Schiffen runtergeladen und ins Land rein befördert. Und umgekehrt. Aber das heißt, im Grunde genommen, es kommen die großen Containerschiffe an und ihr müsst bei Eurogate diese Dinge möglichst schnell entladen und dann nach hinten raus alles entsprechend wegkriegen. Genau, oder beladen die Schiffe, genau. So dementsprechend, es gibt noch Zusatzgeschäfte wie, es werden so Packstationen, da werden so Waren quasi entweder aus oder in beladen und dann halt für die Abfahrt. Okay. Dementsprechend abgefertigt. Das heißt, ihr holt nicht nur die Container und lasst sie immer zu, sondern man kümmert sich auch darum, was drin ist sozusagen. Speziell jetzt im Bremerhaven, ja. Also wir haben uns einen Teilbereich, ein kleiner Bereich hat sich dafür auch nochmal spezialisiert. Das ist quasi so eine Art Zusatzgeschäft, was den Kunden an unseren Standort eher zusätzlich laufen sollte. Das ist aber halt nur ein Nebengeschäft. Added Services oder wie das dann immer heißt, so dass man sagt, pass auf, wir machen nicht nur den Container, sondern wir können auch noch weitere Dienstleistungen erbringen. Genau. Und dadurch setzt man sich dann auch wieder ab im Wettbewerb von anderen Häfen. Unter Umständen, ja. Es ist halt ein Zusatzservice. Eurogate bietet das an, speziell im Standort Bremerhaven, ja. Und arbeitet ihr im Schichtbetrieb da? Ja, 7/24. Also wir haben sowohl Nachtschichten, Wochenendschichten, früh und spät ja im Schichtplan sowieso. Und das ist ja für die Mitarbeiterin eine ganz schöne Herausforderung dann auch, ne? Ja, das ist es. Es ist auch halt belastend. Logisch, das bringt einen Schichtplan oder eine Schichtarbeit grundsätzlich mit sich. Das hat jetzt nicht nur mit dem Hafen, ich glaube, das gilt jedem in jedem Bereich, der in irgendeiner Form ja, Schichtarbeit quasi einführt in den Betrieben. Magst du was zu dir erzählen? Du hast dich ja nicht beworben irgendwann, hast gesagt, ich möchte Betriebsratsvorsitzender werden, sondern normalerweise fängt man ja erstmal an irgendeiner Stelle an. Ja. Wie war dein Weg bei Eurogate? Also tatsächlich ging mir noch einen Schritt vorher. Ich war damals, während ich studiert hatte, als Auslandsarbeiter rote Karte über den GHB. Ist ja nochmal ein gesondertes Konstrukt im Land Bremen. GHB ist Gesamthafenbetriebsverein. Und da war ich als rote Karte, das setze ich in Gänsefüßchen, das gibt es leider heute nicht mehr so in der Form. Und da habe ich dann halt nebenbei noch als rote Karte im Hafen gearbeitet. Habe über diesen Weg tatsächlich den Hafen lieben gelernt. Und die Arbeit, die da gemacht wird, ein Stück weit natürlich klar auch fasziniert gewesen über das, was da bewegt wird, wie es bewegt wird. Ja, und 2006, 2007 gab es die Schnittstelle über so ein Findungsprogramm des Arbeitsamtes. Hatte ich dann das Glück, dass ich dann bei Eurogate anfangen durfte, konnte. Ja, und so bin ich dann in den Lasch-Bereich reingekommen, 2007. Lasch, kannst du das kurz erklären, was das ist? Ja, das ist quasi die Container, die auf den Schiffen sind, befestigen oder halt entlaschen, weil die werden halt entweder vorbereitet für die lange Seefahrt oder wenn sie von der Seefahrt gekommen sind, halt mit den Stangen. Das ist halt noch wirklich tatsächlich körperliche Arbeit, harte Arbeit. Ja, und da habe ich dann quasi bei Eurogate angefangen. Ist das, ich habe mir das mal angeguckt, das ist so, da werden mit so langen Stangen richtig so Haken rein und raus. Ja, und genau. Da steht man dann auch bei Wind und Wetter ja genau. Dann auf diesen Kränen drauf und so, ne? Ja, also grundsätzlich an der Bordseitenkante und. Und da gibt es halt natürlich dementsprechend Prozesse, wo man sich
dem anpassen muss wegen der Sicherheit und. Aber ich kann halt als Fazit sagen, es ist sehr harte Arbeit. Aber erstaunlicherweise die Kolleginnen und Kollegen, die da hinkommen, die lieben diese Arbeit. Okay, also ja. Ich habe das tatsächlich auch als kalt empfunden da oben, wenn der Wind so richtig pfeift, ist schon, da war ich schon beeindruckt, mir vorzustellen, das mache ich jetzt 5-6 Stunden oder so. Wie geht denn das? Also wechselt man sich da ab, kann man sich da wieder aufwärmen? Also ich frage das mal so, weil ich das einfach so, ich habe ziemlich gefroren. Wenn wir jetzt bei der Sparte speziell Laschen bleiben, ich glaube, da brauchst du dich nicht aufwärmen separat, sondern du bist da irgendwie die ganze Zeit, weil du da am Wühlen bist, bist du halt auf Temperatur. Mhm. So. Okay, alles klar. Ja, das ist, wie gesagt, weil es ist schon, glaube ich, vielleicht nicht für jeden so klar, dass das wirklich schon eine harte körperliche Arbeit ist. Bei Wind und Wetter, ja auch im Winter, macht ihr auch keine Pause, ne? Ja. Okay. Und Schmiermittel bei Winter haben das an sich, dass sie nicht so gängig nicht so sind. Schmieren. Genau. Und etc. Aber das ist halt die eine Sparte. Da habe ich 2007 angefangen und da war das dann so, dass ich den ersten Berührungspunkt tatsächlich mit den Betriebsräten hatte. Dann gab es die Wahl 2010 und es wurde halt auch in der Mannschaft diskutiert. Es muss ein jüngeres Blut rein. Es sind erstaunlicherweise immer ältere Kollegen, die halt in dem Betriebsrat sehr aktiv und sehr agil sind. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Klischee von meiner Seite aus sich anhört. Aber der Wunsch war, dass Jüngere sich irgendwie so ein bisschen mit engagieren und quasi das lernen und erhalten, was die älteren Kollegen in der Vergangenheit halt geschaffen haben. So habe ich dann versucht, mich mit aufzustellen. Die Fragestellung, ist das jetzt richtig? Ist man erfahren? Kann man das? Manche Prozesse lernt man, indem man sie einfach startet und sagt, komm, ich gehe da mal rein, tauche da ein und verschaffe mir einen Überblick. So, das war so die Größenordnung. Ich habe da einen Kollegen gehabt, den nenne ich hier bewusst heute. Ich habe ihm immer den Spitznamen gegeben, mein Mohawk. Ein sehr engagierter Gewerkschaftsarbeiter, der mich damals auch wirklich motiviert hat, zu sagen, Mensch, Hassan, komm, du als Mensch, irgendwie, du passt da rein, mach mal ein bisschen was. So, und da habe ich dann halt die Berührungspunkte das erste Mal durch eine Wahl erfolgreich reingewählt worden. Die ersten Berührungspunkte als Betriebsrat. Okay, aber das war schon so das Gefühl, man muss sich engagieren, weil es auch Fragen und Herausforderungen gab so für die Mitarbeiterinnen. Auf jeden Fall. Und es ist halt relativ komplexes Geschehen. Das ist ja nicht nur die Arbeitsprozesse mitzugestalten oder in irgendeiner Form mit dem Arbeitgeber mitzubestimmen, sondern tatsächlich sind da sehr viele tarifrechtliche Themen, die sich da ein bisschen überschneiden. Und Betriebsräte werden auch in tarifrechtlichen Themen quasi von den Gewerkschaften mit eingegliedert. So, und auch diese Bereiche müsste man mitlernen. Das heißt, man muss doch relativ früh anfangen, Prozesse zu verstehen, Tarife zu verstehen, das zu bündeln und dann in der Form auch irgendwelche Verhandlungen und Gespräche führen zu können oder mitgestalten zu können. Ist das bei Eurogate dann oder war das dann Vollzeitbetriebsrat oder war das dann an der Stelle nur neben dem normalen Job? Nein, zu Anfang war es nur nebenbei. Also ich bin da knapp mit reingewählt worden und dann kommt man so vorsichtig in kleinere Arbeitsgruppen, die quasi vom Betriebsrat aufgebaut werden, weil der Arbeitgeber gewisse Themen zum Beispiel aufruft in der Mitgestaltung, ob es Arbeitssicherheit ist, Arbeitssicherheitsbegehung, Gesundheitsschutz, Schichtpläne. Dementsprechend positioniert sich ein gesamter Betriebsrat auch und bildet dementsprechend Arbeitsgruppen. Mhm. Aber das heißt ja schon, dass man doch schon auch ein bisschen was lernen muss, weil so Tarifrecht und Betriebsverfassungsgesetz, das sind ja schon so Themen, mit denen man vielleicht dann gar nicht so viel zu tun hatte vorher. Genau. War das eine große Herausforderung oder war das durch das Doing irgendwie leicht erlernbar? Nein, das ist was komplett Neues gewesen. Also so einmal auch juristisch quasi so, da in die Themen einzusteigen, ist natürlich nicht einfach, aber der Gesetzgeber hat uns da einen gewissen Spielraum gegeben und die Möglichkeit geschaffen, dass die Kollegen, die in Betriebsräte reingewählt werden, auch die Möglichkeit bekommen, sich dementsprechend schulen zu lassen. Man geht dann auf Seminare und. Also man muss nicht unbedingt ein gewisses Wissen voraus mitbringen. Das ist was man hier halt heute so ein bisschen herauskristallisieren kann. Also im Grunde genommen, jeder kann Betriebsrat werden. Okay. Man muss eigentlich nur irgendwie Lust haben, sich zu engagieren und sich entsprechend einzusetzen. Aber es ist nicht so, dass man ein bestimmtes was gelernt haben muss oder so, sondern man kann das im Doing, im Job dann oder in der Arbeit dann umsetzen. Genau. Ja. Ja, ein Stück weit, genau. Was auch wichtig ist, aber das kommt halt auch ein bisschen aus den Ergebnissen heraus, dass die Mannschaft dich da auch ein Stück weit haben will. Ja, genau. Das heißt, du brauchst ja auch Vertrauen von den Kollegen. Ne? Ohne das, weißt du selber, wie es in den Wahlen ist, dann wirst du es halt nicht schaffen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch wichtig, weil wahrscheinlich sind als Betriebsrat kommen die Kolleginnen ja auch zu dir und sagen, Mensch, da habe ich ein Problem oder hier läuft was nicht. Also du wirst wahrscheinlich auch sehr viele, sehr persönliche Kontakte dann da haben, ne, oder? Ja, also es sind sehr individuelle und sehr verschiedene Themen. Das bezieht sich dann immer wieder tatsächlich auf individual, wo wir als Betriebsräte immer trotzdem noch mitgestalten oder Ratschläge geben, Tipps geben, wie würden wir da vorgehen, wie sollte er sich jetzt richtig verhalten oder. Tatsächlich sind wir aber als Betriebsräte, unsere Hauptaufgabe besteht für das Kollektiv, also für die gesamte Mannschaft. Wie viele sind das bei euch? Wir sind aktuell insgesamt 1200, also knapp 1000. Da kannst du ja auch nicht jedes Einzelproblem diskutieren, ist ja gar nicht möglich. Ne? Nein, im Grunde genommen ist es tatsächlich auch nicht wirklich also deine Haupt- und Kernaufgabe. Kernaufgabe ist, gewisse Arbeitsprozesse mit dem Arbeitgeber zu steuern, die Sicherheitsmaßnahmen oder die Themen, was Arbeitssicherheit angeht, mitzugestalten oder umzugestalten. Langfristige Prozesse wie Digitalisierung, Automatisierung, was jetzt ja gerade akut ist, da in irgendeiner Form mitzugestalten, das sind hauptsächlich deine Themen. Das ist natürlich gerade im Hafen eine besondere Herausforderung, weil der Hafen steht wie die gesamte Wirtschaft, aber vielleicht nochmal ein Stück stärker unter einem enormen Transformationsdruck, ja. Weil natürlich der Wettbewerb ja nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern ihr habt ja einen internationalen Wettbewerb, ja. Und müsst euch immer wieder behaupten. Und das wird immer wieder die Frage sein, ihr müsst in den Kosten runter, ihr müsst in der Produktivität hoch, ja. Was immer schnell vielleicht bei der Unternehmensleitung die Impulse freisetzt. Wir müssen mit weniger Leuten mehr schaffen und müssen digitalisieren. Wir müssen die Prozesse optimieren. Da kommt man ja automatisch schnell in so eine Gegenposition. Oder wie siehst du das überhaupt? Ist das eine Gegenposition im Sinne von, die Unternehmensleitung möchte was, der Betriebsrat möchte was anderes? Oder ist es eigentlich ein gemeinsames Ziel, wo man gemeinsam eine Lösung finden muss? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Tatsächlich, also wenn du als Arbeitnehmer klassisch hörst, der Betrieb möchte automatisieren oder Prozesse umgestalten, die unter Umständen zum Nachteil für mich werden könnten, stemmst du dich natürlich erstmal gegen. Logisch. So. Tatsächlich aber ist, glaube ich, wichtig, gerade weil wir auch die Berührungspunkte zu internationalen Häfen haben. Warum haben wir eine Konkurrenz zu internationalen Häfen, speziell im Hafengeschäft? Es gibt nicht nur die klassischen Container, die nur nach Deutschland kommen oder Deutschland verlassen. Es gibt auch so Zwischensteps, Transshipment-Container, die quasi einmal abgeladen werden und an den Häfen auf andere Schiffe für andere Routen umgeroutet werden oder umgeladen werden. Da ist auch der spannende Bereich, also wo sehr, sehr viel Geld auch zu verdienen ist, aus Brille Arbeitgeber. Ja, und dieses Schiff, wie kriegt man diese Container quasi nach Deutschland gelotst, um von hier sie weiter zu exportieren? So, und da stehen natürlich wir direkt in Konkurrenzhäfen zu den Westhäfen, ob es Rotterdam ist, Antwerpen, das sind die klassischen Häfen, wo wir in Konkurrenz stehen und die halt einmal zu anderen Löhnen unter Umständen arbeiten, zu anderen Tarifgefüge unter Umständen arbeiten. Ein Antwerpener Hafen ist zum Beispiel so groß flexibel, dass sie wirklich einsatzbezogen abgerufen werden. Das erfordert halt einmal wenig Sicherheit. So fühlt sich das zumindest für uns an. Zweitens eine hochgradige Flexibilität. Das heißt, du weißt als Arbeitnehmerin gar nicht, muss ich jetzt heute arbeiten oder morgen arbeiten oder wie lange muss ich arbeiten? Oder? Das ist das, was du eben gesagt hast. Also tatsächlich, wenn die Schiffe da sind, arbeitest du. Und wenn sie nicht da sind, bist du halt nicht da. Okay. Und so eine Art, das unternehmische Risiko trägt gefühlt, sage ich nur, aus meiner Brille heraus, so der Arbeitnehmer in Antwerpen. Das wiederum verschafft uns einen hohen Druck. Ja, wie reagieren wir darauf und was verantworten kann denn ein deutsches Standort als Hafen mitgeben? So, und darauf musst du dich halt einstellen oder dich positionieren dementsprechend. Ja, und klassisch ruft natürlich der Arbeitgeber dann auf, wie kann ich denn relativ schnell quasi meine Kosten senken? Und da spielt jetzt mittlerweile immer mehr eine Automatisierung eine große Rolle. Ein schleichender Prozess ist Digitalisierung, aber die findet auch in ganz großen Schritten statt. Da werden Softwareaktualisierungen vorgenommen von Unternehmen, die quasi ein Upgrade machen und schon stellen wir fest, die Prozesse haben sich dadurch so verschlankt, dass eventuell unter Umständen Arbeitsplätze auch in Gefahr sein können. Nicht exorbitant, aber es fallen dann hin und wieder mal gewisse Prozesse einfach weg. So. Und ich kann sagen, Gott sei Dank ist Eurogate ein Unternehmen hier am Standort Bremen, Bremerhaven, als aber auch im Wilhelmshaven vertreten, Hamburg, was sehr sozialpartnerschaftlich und vernünftig mit seinen Arbeitgebern umgeht, als auch mit uns Betriebsräten in den Dialog einsteigt. Macht es vielleicht ein bisschen einfacher alles.
Aber nichtsdestotrotz versuchen sie, ihre Prozesse durchzuziehen. Na klar. Wenn du sagst, Rotterdam in Holland, warum geht das da so? Haben die da so gar keine tarifliche Bindung oder nicht so eine gute Möglichkeit für die Arbeitnehmerin, sich da entsprechend einzubringen? Ich glaube schon, dass sie gewerkschaftlich organisiert sind. Wie das da geschichtlich gewachsen ist oder wie man da hingekommen ist, dass man in Antwerpen zum Beispiel so flexibel geworden ist, muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ja. Wir akzeptieren es als ein Status quo und sagen, das ist das, wogegen wir uns ein Stück weit stemmen müssen oder dagegen arbeiten müssen und uns hier als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin positionieren müssen. Wie ist denn die, oder wie schätzt du denn die Zukunft der Häfen ein? Also man könnte ja auf die Idee kommen, Mensch, da fahren jetzt so diese Van-Carrier rum und die müssen ja auch schon mit EDV gestützt wissen, wo steht eigentlich der Container, den gebe ich nach hier, nach da. Und auf dem Schiff ist ja auch alles wahrscheinlich EDV-technisch genau gesetzt, wo steht welcher Container. Das heißt, man weiß eigentlich, wenn man in die Software reinguckt, so Punkt, hier ist der Container, der muss da und dahin und kommt da und daher. Da könnte man ja auf die Idee kommen, eigentlich brauche ich gar keine Leute mehr, weil die Van-Carrier lasse ich automatisch fahren, dann setze ich ein paar Leute in so einen Steuerstand und der Rest läuft EDV gesteuert. Ist das eine realistische Zukunft oder ist das eher Spinnerei? Nein, die ist realistisch. Also wenn ich das mal so sagen darf, als Gefahr bezeichnen darf, dann ist diese Gefahr definitiv schon da und es gibt Prozesse und selbst Eurogate testet, ja, hat eine Testfläche, wo diese Prozesse getestet werden. Es gibt andere Länder, nicht zwingend, die mit Van-Carriern, aber mit anderen Geräten quasi auch schon automatisch fahren. Also selbst in Deutschland, wir wissen, in Hamburg gibt es ein Containerterminal, was auch ein Stück weit automatisch fährt. Also diese Prozesse sind da und realistisch. Okay, das heißt, im Grunde müsst ihr ja auch ganz viel Know-how entwickeln, auch als Betriebsräte, um überhaupt auf der Ebene mitdiskutieren zu können. Ne? Also wo holt ihr das denn alles her? Ich meine, ihr müsst ja auch arbeiten und hin und her. Also wie kriegt ihr das Know-how für diese ganzen technologischen Transformationsprozesse? Zum einen, weil wir das Beratungsrecht haben, was über ein Betriebsverfassungsgesetz kommt. Das ist halt eine Stütze für den Arbeitnehmer, was man ja auch sagen muss, Gott sei Dank, dass wir das so haben. Das ist das eine, da kann man sich halt Beratung und Expertise und Meinung einmal ranholen und dementsprechend sich mal informieren lassen oder beraten lassen, als aber auch die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Auch die Gewerkschaft positioniert sich in diesen Prozessen, bildet gewisse Netzwerke mit uns gemeinsam. Und wie sehen denn so eine Prozessabläufe aus? Und wie kann man zukünftig auch Arbeitsplätze erhalten? Mhm. Weil das ist ja gerade das, was die Herausforderung gerade ist bei Digitalisierung, Automatisierung. Auf der einen Seite wissen wir, es müssen Arbeitsplätze in irgendeiner Form abgebaut werden, wenn wir diesen Status quo akzeptieren. Mhm. Wenn wir sagen, nein, wir verschließen die Augen und sagen, nein, wir glauben an alles das, was gerade passiert, nicht. Und wir bleiben genau auf der Position, wo wir uns gerade befinden. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So, also haben wir als Aufgabe tatsächlich, wie retten wir sozial anständig und gerecht und vernünftig Arbeitsplätze, erhalten die Arbeitsplätze trotzdem und bringen in so einem schleichenden Prozess oder in so einem Zahn in Zahn in sich gleitenden Prozess, wo Automatisierung auch eingeführt wird. Welche Rolle spielt Qualifizierung dabei? Also wenn da kommen ja neue Software und da muss man sich mit neuen Dingen auseinandersetzen, Prozesse ändern sich. Ist das eine wichtige Funktion bei euch, um die Leute da auch arbeitsfähig zu halten, sie zu qualifizieren? Ist immens wichtig. Zumindest ist es die aktuelle Einschätzung. Wir haben das gesamte Personalkonzept, glaube ich, noch nicht gesehen, so in der Form. Wir können es erahnen, was dahinter stecken könnte. Wir haben mit Verdi ja zusammen dementsprechend einen Tarifvertrag verhandelt, gemeinsam und dem Arbeitgeber, wo genau diese Schulungs-, Umschulungsmaßnahmen, also technische Weiterbildung, stark unterstrichen sind und klassisch im Tarif da auch absehen, dass genau in diese Richtung auch geschult werden soll. Also du hast einmal den klassischen Hafenarbeiter, der wahrscheinlich noch den Van-Carrier fährt. Und wie kriegen wir den mit dem Wissen, was er als Hafenarbeiter hat, umgeschult oder eine Erweiterung in technische Bereiche, dann bringt er halt das Praktische mit an Know-how. Und wenn er dann nochmal eine Erweiterung in den technischen Bereich bekommt, dann könnte es unter Umständen eine Win-Win-Situation sein. Mhm. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ne? Es ist aktuell ein bisschen einfach nur gedacht, dahinter müssen Prozesse stehen, auch abgestimmt mit Land Bremen, mit dem Arbeitgeber. Gibt es da Fördermaßnahmen, Förderprogramme? Und wir müssen da auch rechtzeitig einschreiten.
Ja, das ist ja ganz wichtig auch für uns, weil wir natürlich auch seitens des Landes versuchen, diese Prozesse gerade im Bereich Qualifizierung ganz stark mit zu unterstützen. Es gibt ja Fördermittel von der Arbeitsagentur, aber wir brauchen ja auch die entsprechenden Angebote, das muss man organisieren. Und da engagieren wir uns ja auch an der Stelle ganz stark. Du hast eben den Tarifvertrag angesprochen, das ist der Digitalisierungstarifvertrag, oder wie heißt der? Ja, genau. Das ist ja auch spannend, weil das heißt, ihr habt konkret zu dieser Thematik euch hingesetzt und so, okay, da kommen jetzt Riesenthemen auf uns zu. Was ist da der Kern dieses Tarifvertrags? Es geht dann nicht nur um Löhne, sondern es geht um ein großes Spektrum dann von Themen. Genau. Also eigentlich der Urkern war, dass wir gesagt haben, wir saßen in unseren Büros und haben immer diskutiert, ja Mensch, deutschlandweit hören wir über Automatisierung. Hier fallen Arbeitsplätze weg, da fallen Arbeitsplätze weg. Und wir waren noch in dieser Position, was ich eben ja nochmal gesagt hatte, pauschale Abwehrhaltung. Das nicht akzeptieren des Status quo. Und wir müssen was dagegen tun. Wir müssen eine Bewegung irgendwie gewerkschaftlich auf den Vorweg bringen oder im Vormarsch bringen, weil irgendwie akzeptieren alle eine Automatisierung. Und zu dem Zeitpunkt fühlte es sich so an, als ob es Automatisierung für umsonst gibt. Ja, ich entscheide mich, ich will automatisieren und ich automatisiere. Mhm. Was mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das beziehe ich jetzt nicht auf Euro geht, sondern generell, eigentlich schon fast weltweit, ist völlig egal und sekundär, wir wollen automatisieren. Mhm. Weil wir müssen ja automatisieren, dann hast du ja 100 Millionen Gründe, warum du automatisieren willst. Du sagst, die Konkurrenz, die Shareholder wollen eine Gewinnoptimierung haben oder. Das Geld, was sie haben, reicht dir nicht. Ja, gibt's ja tausende Gründe. Und so sind wir halt mit unserer Gewerkschaft in die Diskussion reingegangen und haben gesagt, liebe Leute, wir müssen es doch schaffen, dass ein Unternehmen, auch wie Eurogate, Verantwortung für das übernimmt, was die Kollegen in der Vergangenheit auch schon geleistet haben. So, natürlich haben sie faire und gute Löhne bekommen, aber nichtsdestotrotz steht da ja eine Verantwortung hinter, wo auch der Arbeitgeber sagen muss, okay, ich will automatisieren, aber sozial fair und anständig und vernünftig. So, und das war quasi das Ziel, wo die Gewerkschaft ins Rennen gegangen ist mit dem Arbeitgeber und der Arbeitgeber auch bereit war dazu. Das ist ja auch sehr wichtig. Das entsteht ja nicht nur einseitig nach dem Motto, wir wollen jetzt automatisch einen Tarifvertrag und der entsteht. Der Arbeitgeber hat diese Verantwortung gesehen und auch angenommen und gesagt, ja, liebe Leute, setzen wir uns hin und reden mal darüber. Dann macht ja auch total Sinn, weil wenn ihr jetzt einfach, wenn die Arbeitgeberin irgendwie sagt, nö, interessiert mich nicht, dann würde der Betriebsrat sagen, okay, dann interessiert das auch nicht, dann blockieren wir erstmal und dann geht ja erstmal gar nichts mehr. Ne? Diese Sozialpartnerschaft, Gott sei Dank, sie funktioniert bei Eurogate. Und das ist ein wichtiges Fundament, um auf dem aufbauend auch die Themen dann gestalten zu können. Und ich würde heute noch aktuell sagen, dass wir auf einem vernünftigen Weg sind, dass wir beidseitig auf Augenhöhe offen darüber diskutieren. Und dann logisch löst Automatisierung, wenn der Arbeitgeber darüber offen redet, Ängste bei der Arbeitnehmerschaft aus. Wir wiederum signalisieren ganz stark auch gegenüber dem Arbeitgeber, sequenziert es bitte so, dass alle vernünftig in den wohlverdienten Ruhestand kommen können. Und nicht auf halbem Weg noch Angst um ihre Existenz haben müssen. Das ist halt sehr, sehr wichtig, den nicht nur bei Eurogate generell zu versuchen, den Arbeitnehmern irgendwo eine Angst wegnehmen zu können. Ja klar, ich meine, das sind ja existenzielle Ängste, vollkommen nachvollziehbar. Ich verstehe das aber so, dass ihr an der Stelle so ein Mindset habt, wo ihr gesagt habt, die Veränderung halten wir nicht auf, die passiert. Ne? So, das nehmen wir an der Stelle an. Und wir versuchen jetzt diese Veränderung gemeinsam mit den Unternehmensleitungen zu gestalten. Und zwar so zu gestalten, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben und dort, wo es zu Abbau kommt, dass so sozialverträglich passiert, dass es eben nicht zu persönlichen Härten kommt. Genau. Und neu gestaltet, es entstehen ja auch neue Arbeitsplätze, die wir wahrscheinlich heute noch nicht sehen, aber die tatsächlich dann irgendwo in irgendeiner Form entstehen werden. Es gibt ja immer die Schnittpunkte zwischen einem automatischen System und dem manuellen System, Störfaktoren. Und da muss es immer in der Lage sein, der Betrieb auf manuell schnell umschalten zu können. Und genau da erhoffen wir uns, dass es Schnittstellen gibt, wo Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und dann geht es wieder darum, natürlich auch diese Arbeitsplätze fair und anständig zu bezahlen. So, ja, da, auch da sind wir wieder in den Themen. Das sind neu geschaffene Arbeitsplätze, die dann in irgendeiner Form auch lohntariflich irgendwo eingestuft werden müssen. Wird ja nochmal deutlich von dem, was du erzählst, wie wichtig betriebliche Mitbestimmung ist, also Betriebsräte.
und natürlich auch eine gewerkschaftliche Organisationsgrad. Der hat natürlich auch ganz viel für sich. Ja. Du hast vorhin gesagt, die Leute haben gesagt, da müssen auch mal junge Leute mit rein. Wie ist denn das heute mit den jungen Leuten? Ich weiß, als ich meine Lehre gemacht habe in den Stahlwerken, da war das relativ selbstverständlich. So nach den ersten 2 Monaten fuhr man auf so eine Fahrt und dann kriegte man da abends irgendwie so ein Formular hingelegt und da war man Mitglied der IG Metall. Wie ist das heute? Also ist das selbstverständlich, dass die jungen Kollegen, die da sind, in die Gewerkschaft eintreten? Oder sind die da eher so zurückhaltend nach dem Motto, ja, ist doch alles gut hier, meine Stunden und mein Geld ist irgendwie in Ordnung? Also ich glaube, viele kommen ja und unter Umständen können die gar nichts mit Gewerkschaft und Tarifvertrag und was anfangen. So, das ist ja ein Stück weit auch gewerkschaftliche Arbeit, wo unsere Vertrauensleute quasi die Auszubildenden oder die jüngeren Kollegen abholen. So, bei uns, wir sind ja im mittleren Alter quasi eingestiegen, wir sind bei Eurogate und mussten natürlich über den Weg mal schnell lernen. Sag mal, die Tarife, die Löhne sind gesichert, woher kommt das alles? Und dass man gesehen hat, okay, es haben Kolleginnen und Kollegen in der Vergangenheit vor uns verdammt gute Arbeit geleistet und haben so viele Sachen für uns ausgehandelt, wo man sagt, wir sehen uns in der Verpflichtung, das weiter zu erhalten. Ne? Diese Rahmenbedingungen. Ich würde fast nicht jung und alt sagen. Ich glaube, ich habe fast das Gefühl, es ist grundsätzlich nicht mehr so die Bereitschaft, da gewerkschaftlich engagiert zu sein. Seht es mir bitte nach, wenn das so ein bisschen klischeehaft ist. Aber ich sehe es bei uns, klar, dass wir schon Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass Kollegen sich auch engagieren für Betriebsratsarbeit, für Gewerkschaftsarbeit, ehrenamtliche Nebentätigkeiten. Gott sei Dank gibt es die immer noch, aber sie nehmen ein Stück weit ab. Und wenn die Themen halt auch ein Stück weit unangenehmer werden oder schwieriger werden, kann das bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er vielleicht sagt, na, lass mich mal einfach meine Arbeit machen. Ja, das ist natürlich eine schwierige Entwicklung, weil ich glaube, vielen ist gar nicht mehr bewusst, dass das, was wir heute haben, ja nur da ist, weil es mal erkämpft worden ist. Und wenn man es nicht irgendwie weiter erhält mit einem gewissen Druck und Organisationsgrad, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sozusagen die andere Seite sagt, okay, da habe ich ja Raum, den kann ich mehr erobern. Also ich halte es ja für total wichtig und ich glaube, das ist eine zentrale Herausforderung für die Gewerkschaften auch, nochmal deutlich zu machen, wie wichtig es die Organisation ist, dass eben wirklich jeder davon profitiert. Und es macht eben Sinn, nicht nur zu gucken, profitiere ich jetzt gerade in diesem Augenblick davon, dass ich Gewerkschaftsmitglied bin, sondern sich bewusst zu machen, ich profitiere auf lange Sicht, meine Kinder profitieren, alles profitiert davon, wenn wir einen vernünftigen Gewerkschaftsorganisationsgrad hat, damit Sozialpartnerschaft an der Stelle eben funktionieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es geht meiner Meinung nach gar nicht mal nur darum, wie profitiere ich davon. Also dieses, davon löse ich mich ein bisschen, sondern so, für mich ist ein bisschen so die Brille auch, was kann ich für die Gesellschaft leisten? So, und wenn das mein Part ist, was ich dazu leisten kann oder maximal und mehr leider nicht imstande bin, dann gebe ich da auch mein Bestes und sage, okay, ich versuche ein Part dazu beizutragen. Ich glaube, da können wir alle noch so ein bisschen was dran tun, dass das wieder bewusst wird, dass es auch einfach total sinnvoll und auch Spaß macht, ein Stück für die Gesellschaft beizutragen. Ne? Ja. Also auf jeden Fall. Da können wir auch ganz schön philosophisch gleich werden. Also was müsste man, da braucht man so tief gar nicht, aber was müsste man eigentlich oder was sollte man eigentlich alles gesellschaftlich machen oder sich, wo sollte man Hilfestellungen geben oder, also fernab von der Gewerkschaftsarbeit mal. Ne? Ja, ich finde es total wichtig, genau. Wenn du jetzt so den auf den Hafen guckst, was ist sozusagen auch deine Empfehlung? Wenn wir haben ja da ganz viel mit zu tun, also die Beschäftigten machen sich Sorgen und die Unternehmensleitungen sind im Wettbewerb. Was wäre deine Empfehlung jetzt auch so an das Land im Umgang mit dieser Thematik, Hafen? Oder was müssen wir tun, was können wir beitragen, um da entsprechend stärkend zu wirken? Als Beispiel, wir haben ja in diesem Tarif, den wir ja verhandelt haben, steht auch sehr groß geschrieben, Umschulung, Förderungsmaßnahmen. Also Land Bremen, wahrscheinlich auch Hamburg oder Land Niedersachsen, wenn die natürlich dementsprechend dem Arbeitgeber und uns Betriebsräten klarstellen, was ist eigentlich, wie viel Spielraum haben wir gemeinsam eigentlich, was kann man umschulen, wie kann man umschulen, wo gibt es überhaupt Förderung und wo man Hilfestellung geben kann, das ist natürlich der sehr spannende Bereich aus dem Land Bremen heraus.
Ja, das ist spannend, weil du das Thema Qualifizierung ansprichst. Wir haben ja gerade die Landesagentur für berufliche Weiterbildung gegründet, die genau diese Aufgabe hat, nämlich dieses Qualifizierungsthema anzugehen. Einerseits zu gucken, welche Bedarfe sind da, andererseits aber auch zu gucken, was gibt es alles schon an Angeboten, das zu ordnen und sichtbar zu machen. Also an der Stelle setzen wir in den nächsten Jahren einen ganz großen Schwerpunkt auf das Thema Qualifizierung. Aber das geht natürlich immer nur, wenn Arbeitgeberinnen und Beschäftigte auch zusammenarbeiten und eine gemeinsame Idee entwickeln, was passieren muss. Das scheint bei euch ganz gut zu funktionieren. Genau, wir haben im Rahmen von Transformation einen riesen Umstaltungsprozess, der jetzt gerade stattgefunden hat, oder eigentlich noch passiert, haben wir gewisse Vereinbarungen getroffen. Und eins ist, dass wir halt wirklich die aus automatisierten Bereiche, davon die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, dahin bringen können, dass sie umgeschult werden in die anderen Funktionen. Das wiederum bedarf genau dieser Förderung und der Umschulungsmaßnahme. Das heißt, euer Unternehmen hat da auch das klare Erkenntnis, wir gehen auf euch zu, wir reden mit euch, wir wollen das gemeinsam machen. Genau. Und wir haben auch gemeinsam mitgestaltet und dementsprechend auch verhandelt. Wir haben da klassisch sehr schöne Ergebnisse erzielt, kann man sagen, für das, was als Programm aufgerufen worden ist. Als Arbeitnehmer konnten wir halt auch sehr, sehr viel verteidigen, als aber auch mitgestalten und für die Zukunft hoffentlich auch Arbeitsplätze so sichern, dass alle in den wohlverdienten Ruhestand kommen, trotz Einführung von Automatisierung. Ich muss auch sagen, das macht es halt ein Stück weit einfacher, wenn die Verhandlungen auf Augenhöhe und sozial partnerschaftlich laufen. Also wie wichtig so eine sozialpartnerschaftliche Partnerschaft ist, wo beide Seiten den anderen und seinen Status quo akzeptieren und dann aber nichtsdestotrotz versuchen, ihre Ziele quasi durchzusetzen. So, und wenn das auf einer vernünftigen Ebene läuft, ja, dann erzielt man eigentlich auch sehr, sehr vernünftige Ergebnisse. Und ich bin halt auch für die Zukunft gespannt, wie das alles in den Umsetzungsmaßnahmen, also quasi diesen Tarif, die Verhandlungsergebnisse ins Leben zu erwecken oder ins Leben zu setzen, so wie wir das umgestalten. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, ich auch. Und ich finde es total gut, dass ihr diese Augenhöhe herstellen konntet. Das ist ja nicht bei allen Arbeitgeberinnen so. Manche sagen ja auch, nee, wir machen, überlegen uns das und dann können wir hinterher irgendwie dem Betriebsrat sagen, so und so soll das sein. Ich glaube, letztendlich erfolgreich kann man Zukunft nur gestalten, wenn man auf Augenhöhe und frühzeitig miteinander in Dialog geht. Und deswegen ist das, glaube ich, bei euch vielleicht ein gutes Beispiel auch für andere Bereiche, wie man mit Zukunftsgestaltung professionell umgehen kann. Ich kann es nur unterstreichen. Also die Sichtweise und hoffe und wünsche mir natürlich, dass andere Unternehmen mindestens genauso agieren. Wir hören von vielen Unternehmen, dass das so ist. Und wir sehen auch, dass sie klassisch erfolgreich sind. Was nicht heißen soll, dass andere Unternehmen nicht erfolgreich sind. Nur wie wichtig das ist, die Arbeitnehmer in diesen Prozessen mitzunehmen und dieses Corporative Identity zu schaffen. Das gehört ein Stück weit dazu und dazu ist auch ein Betriebsrat zwingend, meiner Meinung nach, wichtig, da, dass das vernünftig installiert ist. Das ist nochmal echt deutlich geworden, auch das heutige Gespräch. Vielen Dank dafür. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen in die Situation. Ich wünsche euch da weiterhin viel Erfolg. Ja. Herausforderungen bleiben hoch. Ja. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, von meiner Seite aus danke, dass ich hier sein durfte. Als aber auch im Namen der ganzen Mannschaft von Eurogate sagen kann, danke auch von Lambrem und dem Support, den wir erhalten haben. Gerade in diesem gesamten Transformationsprozess, alles, was da war, hat uns natürlich auch ein Stück weit Rückendeckung gegeben. Das werden wir versuchen, weiter so zu machen. Genau. Ich hoffe, dass wir damit vernünftig umgegangen sind. Auf jeden Fall. Danke dir. Ich danke auch.